Na, wen haben wir denn da? Dieses verschmitzte Lächeln kommt uns doch ziemlich bekannt vor. Es handelt sich um Kultmoderator Kai Pflaume. Der heute 52-Jährige teilt mit seinen Fans einen herrlich sympathischen Schnappschuss aus jungen Jahren auf Instagram. Und der ist wirklich zum Schreien. Rötliches Haar und Dauerwelle. Kai hat mit zarten 18 Jahren in Sachen Styling alles gegeben und den Dauerwellentrend voll mitgenommen. Zu dem Posting schreibt der Moderator: Heißt es nicht, dass in der Mode alles irgendwann mal zurückkommt? Wie lange muss ich denn noch warten, bis ich wieder Dauerwelle tragen kann? Der heutige Kai mit Dauerwelle? Zugegeben, eine amüsante Vorstellung. Das finden auch die Fans des TV-Lieblings. Schnieke der Kai, da gefällst du mir auch sehr gut. Doch nicht alle sind der Meinung, dass die rötliche Lockenpracht erneut Kais Trendfrisur werden soll. Bitte nie wieder Dauerwelle. Was man nicht alles in der Jugend macht. Heute kennt man den 52-Jährigen mit kurzem, dunklen Haar. Ob sich Kai tatsächlich wieder irgendwann mit Dauerwelle zeigt? Tja, wenn man nach den Trends der Zeit geht, ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Da lassen wir uns am besten überraschen.